bin jetzt den ersten Tag in Paris und wir werden gleich in die Katakomben reingehen. Und unten seht ihr den Eingang im Hintergrund. Hier wurde auch dieser Film Katakomben gedreht. Das hier ist eine alte Eisenbahnstrecke, die nicht mehr in Betrieb ist. Und ich habe zwei Taschenlampen, beziehungsweise eine Taschenlampe, eine Stirnlampe dabei, ein bisschen was zu trinken, was zu essen. Eine Karte, die leider nicht wirklich funktioniert, deswegen werden wir wahrscheinlich nicht so weit reingehen. Und ja, Lorena muss erst mal schauen, ob sie Lust hat. Hast du Bock? Ja, schon, aber ich habe ein bisschen Schiss. Ja, sie ist ein bisschen aufgeregt. Deswegen werden wir mal schauen, was dort abgeht und ob überhaupt viel Grundwasser da drin ist. Aber ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt, Leute. Wir sehen uns, wenn wir unten sind. So, ich nehme jetzt mal mit der GoPro auf. Wir haben es jetzt bestimmt 2 oder 3 Stunden später. Und der Grund, warum wir so lange gebraucht haben dafür, ist, dass hier auf diesen Schienen die ganze Zeit irgendwie Security unterwegs war. Beziehungsweise noch unterwegs sein könnte. Und wir haben uns gerade dort hinten in diesem Tunnel versteckt, weil dort Leute kamen. Also die kamen, dort vorne ist ein Zaun, da mussten wir drüber klettern. Und da war vorhin die Security. Und wir haben die Befürchtung gehabt, dass, weil wir im Tunnel dort von Licht gesehen haben, dass die Security kommt, was wir jetzt einfach mal nicht hoffen. Jetzt schauen wir mal, ob wir in die Katakomben überhaupt reinkommen und ja, wie es da drin aussieht, weil zurzeit ist auch ziemlich viel Wasser, also ziemliches Hochwasser hier in Paris, deswegen ja, keine Ahnung, ob das irgendwelche Auswirkungen darauf hat. Wir werden jetzt mal schauen. Ihr könnt jetzt mal sehen, ich drehe mich mal um. Da vorne in diesem Tunnel ist der Eingang zu den Katakomben. Nice. Aber wir sind bestens ausgestattet. So, ich schau mal kurz rein, wie es denn hier aussieht. Reinkommen soll. Am besten mit den Füßen vorwärts. Oh, perfekt. So, wir haben es jetzt hineingeschafft in die Katakomben und ja, vielleicht seht ihr irgendwas. Ist auf jeden Fall schon mal weiter, als ich 2018 war. Die Leute, die mich schon länger auf Instagram verfolgen, wissen das, dass ich hier schon 2018 mal drin war. Und deswegen kamen wir damals nicht weiter, weil hier ziemlich viel Wasser drin steht. Wartet. Und ich dachte mir, ey, komm, ich hole mir hier, wenn ich in Paris bin, kein Coronavirus, sondern irgendwelche anderen Krankheiten in dem Wasser. Lorena wartet schon da drüben am Ende. Die habe ich gerade gentleman-like rübergetragen. Und das Wasser ist echt
mega kalt. Also ich könnte mir auf jeden Fall angenehmere Sachen vorstellen. Das hat bestimmt nur so 4-5 Grad, aber egal. Ich bin jetzt auch gleich drüben. Lorena hat hier eine richtige, nice Expeditionsstirnlampe. Ich bin auf jeden Fall mega stolz auf sie, weil sie eigentlich schon ein bisschen Platzangst hat, aber trotzdem hier mitmacht. Wir sind gespannt. Am Ende dieses Ganges hier sollte dann eigentlich auch links ein Raum kommen, wo man rein kann. Mal schauen. Soll ich dich tragen? Ja, hier sieht man, wo das ganze Wasser herkommt. Das tropft hier alles von der Decke runter. Und hier hat sich jemand ein schönes Bier gegönnt. Ich bin echt gespannt, wo es hier hingeht, weil bis jetzt laufen wir schon bestimmt 200-300 Meter durch diesen Gang. Aber hier sollten jetzt eigentlich Räume kommen. Ah, okay, was ist das? Das sieht ein bisschen... Ja, das sieht ein bisschen eng aus. Hier auf der Karte seht ihr jetzt, wie weit wir reingegangen sind und wir kommen hier an unsere erste Weggabelung, wo wir uns entschieden haben, nach links zu gehen. Hätten wir mehr Ausrüstung dabei gehabt, mehr Lampen und ein besseres Equipment, wären wir wahrscheinlich nach rechts, denn da kann man auch alte Knochen finden, wenn man da ungefähr noch 3 Kilometer weitergeht, was natürlich in den Katakomben sehr lang dauert. Gleich kamen wir dann an einen potenziellen Ein- und Ausgang, den werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich bin da mal interessehalber hochgeklettert, um zu schauen, ob dieser Deckel überhaupt aufzumachen geht, was ich jetzt nicht wirklich probiert habe, aber schaut selbst. Ich bin jetzt einmal hier nach ganz oben geklettert und das ist safe 30, 40 Meter hoch, wenn ihr hier runterschaut, ganz da unten, wartet. Ganz da unten ist Lorena. Und ich wollte mal schauen, ob man hier raus kann. Also vielleicht könnte man hier raus, wenn man diesen Hebel umstellt. Aber es ist jetzt eher nur so eine Option, falls wir uns hier verlaufen würden. Deswegen ja, war das eher so aus Interesse, dass ich hochgeklettert bin. Aber Leute, checkt, das ist schon echt heftig. Ich habe sowas noch nie gemacht. So, ich bin jetzt mittlerweile schon ziemlich weit drin. Hier haben wir eine kleine Räumlichkeit. Ich zeig euch hier mal ein bisschen was. Die Tunnelsysteme sind natürlich geisteskrank groß. Also man könnte sich jetzt hier stundenlang aufhalten, was wir jetzt aber nicht vorhaben. Deswegen werden wir jetzt langsam wieder zurückgehen. Genau. Hier bin ich jetzt gerade entlang gelaufen. Ihr habt ja so kleine Mauern, die gebaut wurden. Hier ist auch überall Graffiti an den Wänden. Und hier bin ich gerade entlang gelaufen. Ihr seht das Licht ganz am hintersten Punkt. Da ist Lorena. Und hier ist auch nochmal ein Aufgang. Und der Grund, warum Lorena dort gewartet hat, ist, dass man hier wieder durch Wasser läuft. Was mittlerweile schon mich gar nicht mehr stört. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt so langsam wieder nach draußen laufen.
Ich bin auch mega dreckig jetzt. Das heißt, erstmal schön duschen zu Hause. Das Wasser ist jetzt eben hier auch schon ziemlich tief. Aber auf jeden Fall macht das gerade echt Spaß. Also generell die ganze Aktion hier fühle ich sehr. Ich habe aber keinen Stift dabei. Mit den Nägeln einmal reinritzen. Ich hoffe, wir sind die Sonne. Hier unten geht es sogar auch noch durch. Da will ich auch nicht durch. Okay, ich bin jetzt ein bisschen zu faul, um das Mikrofon wieder anzustecken, deswegen ist der Ton jetzt ein bisschen schlechter. Ich werde hier jetzt das Outro drehen. Wir sind jetzt wieder draußen. Dort vorne ist der Zaun, wo wir jetzt drüber müssen. Ich hoffe, jetzt fängt uns nicht noch die Security her, weil das wäre jetzt echt ein bisschen mies. Ja, wie fandest du die Expedition? Ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Na gut. Würdest du es gerne wieder machen? Ja, schon. Ja, okay, dann gehen wir morgen wieder rein. Nein, Spaß. Leute, haut rein. Ciao.